So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect mit einer weiteren kurzen Aufnahmerunde, dieses Mal mit einer neuen Grafikkarte. Ich freue mich, ein Wolf, ohne Scherz. Und ja, wenn ich mich recht erinnere, sind wir beim letzten Mal im Krankenlager unseres Schiffes oder unseres Kommandostützpunktes. Ja, hier schön Erste-Hilfe-Station, haben wir ja gerade gesehen, ne? Na, komm, zeig schon. Achso, ja, Medigel aufstocken, komm, können wir eigentlich mal machen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr hier. Aktionstaste E, genau. Ja, Ja, was soll man da noch viel weiteres zu sagen? Ich würde sagen, wir gucken erstmal. Ach, nee, gar nicht wahr. Was war das hier denn? L. L war nicht. F war auch nicht. Q für Tagebuch war auch nicht. Tagebuch. Den Sender finden. Ja, das haben wir ja gemacht. Aufträge. Keine Aufträge, keine Missionen. Na gut, dann laufen wir mal weiter. Wir werden schon was finden. Hey, Ashley. Alles fit bei dir. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Nach dem, was mit Jenkins passiert ist, kann die Crew ein paar gute Neuigkeiten vertragen. Ja, das... eigentlich bin ich ja hart, ne? Ja, es war ein Soldatentod. Jeder gute Soldat muss irgendwann sterben. Diesmal war er dran. Wenn Sie meinen, Commander. Aber eigentlich überrascht mich Ihre Meinung dazu nicht. Nicht nach dem, was auf Torfan geschehen ist. Das muss die Hölle gewesen sein. Ja, ich sag mal... Es war halt notwendig. Wir sind der knallharte Soldat. Ich hab's ja ausgewählt am Anfang. Ich habe nur getan, was getan werden musste. Und von Ihnen erwarte ich das Gleiche. Ich bin der Allianz treu verbunden. Ja, von Ihnen erwarte ich das Gleiche auch dann, wenn Sie augenscheinlich irgendeinen Strukturenfehler in Ihrem Gesicht haben. Oder von dir. Wie geht's? Wie geht's? Es ging ganz schön zur Sache da unten. Werden Sie klarkommen? Ich habe schon öfter Kameraden sterben sehen. Ich bin nun mal bei den Marines. Aber jetzt wurde meine ganze Einheit ausgelöscht. Ich werde mich nie daran gewöhnen können, tote Zivilisten zu sehen. Aber es wäre viel übler geworden, wenn Sie nicht aufgetaucht wären. Ja, das war schon ein guter Job. Ich habe alles richtig gemacht. Ja. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft, Williams. Ach so. Danke, Commander. Ja, schade. Ich war mir meiner Sache nicht ganz sicher, als ich auf die Normandy versetzt wurde. Es tut gut zu hören, dass man willkommen ist. Ja, mein Gott, mal so wie die aussieht, auch mit Strukturfehler, ist sie natürlich herzlich willkommen. Sie werden sich hier sicher gut einfügen, Williams. Bestimmt. Danke, bestimmt sogar, Williams, bestimmt sogar. Dr. Chalkwars und Caden. Sprechen wir erstmal mit Dr. Chalkwars. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Einmal untersuchen, bitte. Und zwar, was ist mit Captain Anderson? Was wissen Sie über Captain Anderson? Wir haben schon auf einigen Missionen zusammengearbeitet. Er weiß, wann er entspannt bleiben kann und wann er streng sein muss. Die Crew weiß, wie erfahren er ist. Die Leute vertrauen ihm und er kümmert sich persönlich um die Leute unter seinem Kommando. Okay, wenn wir weiter solche Informationen kriegen, dann... Auf Wiedersehen, Commander. Naja, es ist halt nicht ganz so wichtig. So... Dann mit Kaiden. Gut zu sehen, dass Sie in Ordnung sind, Commander. Ja gut, das hat es jetzt nicht so ganz gebracht. Mal gucken, was wir da vorne noch finden. Zwei Leute, die wir nicht mal ansprechen können im Gespräch. Na gut, dann ab dafür. Und weiter geht's. Durch die Normandy. Normandy, genau. Ich weiß immer noch nicht, wo genau wir jetzt hin müssen. Ich gucke nochmal, ob ich irgendwas im Tagebuch finde. Codex haben wir schon wieder viel aktualisiert. Wie gesagt, das werde ich vielleicht in einer Extraaufnahme nochmal machen. Prolog, den Sender finden. Wir haben... Ach, wir müssen jetzt mit Joker sprechen. Ach so. Ach so. Okay, dann suchen wir Joker. Stand da jetzt irgendwas bei? Das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Den Sender finden. Können Sie nicht wissen, ja. Mit Joker sprechen. Gehen Sie ins Cockpit und sagen Sie ihm, dass er die Normandy in die Andockbucht der Citadel bringen soll. Natürlich, gerne. Wo auch immer das Ding ist, wo wir hin müssen. Ich befürchte ja nicht im Keller. Ladebildschirm, auch nicht schlecht. So. Allianz Ausrüstungs.
Offizier. Da können wir Waffen kaufen, lese ich gerade. Was haben wir denn hier? Das scheint sowas wie unser Antriebskern zu sein. Adams. Das mit Jenkins tut mir leid, Commander. Ja, mir auch. Untersuchen. Na super. Wir haben einen Codex-Eintrag und ein bisschen EXP gekriegt. War jetzt nicht so der Renner. EXP, genau. XP meine ich natürlich. So, guten Tag, Rüstungsoffizier. Hey, Commander. Brauchen Sie noch ein paar weitere Vorräte, bevor Sie starten? Vorräte? Was für Vorräte? Wohin starten? Was können Sie mir anbieten? Was immer Sie wollen. Rüstung, Waffen, Mods. Keine Standard-Allianz-Ware. Aber das muss kein Nachteil sein. Aber zahlen müssen Sie natürlich trotzdem dafür. Ich muss bezahlen? Warum sollte ich für meine Waffen und Rüstungen zahlen? Meine Waren stammen nicht aus dem Allianz-Arsenal. Ich muss sie selbst kaufen. Und sie sind nicht billig. Allein die verdammten Lizenzen haben mich ein Vermögen gekostet. Aber ohne Lizenzen keine Waren und ohne Waren kein Job. Ja, dann zeig mal her. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Ich glaube zwar nicht, dass wir uns jetzt so viel leisten können, denn wir haben ja gerade mal 1370. Naja, bei den Preisen finde ich das schon. Kessler 3. Dank seiner zuverlässigen und effizienten Produkte ist das... ist das jetzt eine... Ne, es ist eine Kessler. Die kaufen wir uns direkt mal. Ah, 3700. Ja, aber... war klar. Na gut. Dann können wir uns die wohl noch nicht kaufen. Aber wir haben wieder einen Codex-Eintrag. Das ist ja schon mal ein bisschen was wert. So. Ab in den Aufzug. Und wieder in der quälen, langsamen Prozedur nach oben, in der wir uns übrigens nicht bewegen können, wie ich feststellen durfte. Denn warum auch? Und natürlich muss der Ladebildschirm sein, weil wir ja eine komplett neue Welt betreten. Aber mein Gott, das Spiel ist halt schon ein bisschen älter. So, jetzt gehen wir, glaube ich, schon nach oben zum Cockpit. Ich hab's heute mit den Wortfindungsstörungen. Na, man merkt's gar nicht. Nee, ich wollte mal gucken, was hier hinten ist. Vielleicht gibt es hier ja noch irgendwas Interessantes. Hat sich gelohnt. Ja, der Weg hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ihr könnt auf Standbild stellen und euch dieses schöne medizinische Labor einmal genauer ansehen. Oder ihr lasst es halt sein. Und so. So. Komisch, einige Türen gehen automatisch auf und andere sorgen für Frame-Einbrüche. Stark. Presley, wie geht's Ihnen? Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Ja. Der Verlust von Jenkins war ein harter Schlag für die Crew. Natürlich, natürlich. Untersuchen. Karte der Galaxis. Ein neuer Codex-Eintrag. Oh, Karte der Galaxis. Stark. Hallo? Auswählen. Öffnen. 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 Hallo? Öffnest du wohl die Karte der Galaxis? Ja, wahrscheinlich muss ich da oben vorstehen. Der hat mir nichts zu sagen, ne? Ne, hat er nicht. So, Karte der Galaxis öffnen. Nur der kommandierende Offizier darf eine Zielvorgabe für die Normandie vornehmen. Und das sind wir nicht. Also machen wir uns auf den Weg ins Cockpit und sagen Joker Bescheid. Dem alten Hannes. Gutes Timing, Commander. Ich wollte uns gerade in die Zitadelle bringen. Ach, der weiß das schon. Warum muss ich ihm das denn dann sagen? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Oh, und wieder eine von den wunderschönen Zwischensequenzen, diesmal auch in mehr als 18 Frames. Nicht so, wie man das sonst von mir gewohnt ist. Schönes Schiff übrigens. Da, Fuck. Das ist also die Citadelle. Krasses Teil. Was für ein gigantisches Schiff. Die Ascension. Das Flaggschiff der Zitadellflotte. Größe allein ist auch nicht alles. Warum so empfindlich, Joker? Ich will damit nur sagen, dass man auch Feuerkraft braucht. Sehen Sie sich das Monster an. Sein Hauptgeschütz könnte jedes Schiff der Allianzflotte in Stücke reißen. Gut, dass es zu unseren Verbündeten zählt. Zitadellkontrolle. Hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Bitte auf Freigabe warten, Normandy. Freigabe erteilt. Sie können mit dem Landeanflug beginnen. Ab jetzt übernimmt ein Allianz-Operator.
Roger, Allianz Tower. Normandy out. Normandy, hier spricht der Allianz Tower. Darkest Tower. Bitte fliegen Sie jetzt das Dock an. Und passgenau wie immer unser Joker. Ab dafür ans Dock. Ach, schön. Die Grafik trotz des alten Spiels finde ich immer noch sehr, sehr toll. Kann man nicht anders sagen. Das ist ein Skandal. Wäre eine turianische Kolonie angegriffen worden, würde der Rat reagieren. Die Turianer gründen keine Kolonien am Rande des Terminus-Sektors. Botschafter. Die Menschen waren sich der Gefahr sehr wohl bewusst, als sie die Traverse besiedelten. Und Saren, ein Spectre außer Kontrolle. Ich verlange eine entsprechende Reaktion. Es steht Ihnen nicht zu, etwas vom Rat zu verlangen, Botschafter. Wir werden uns in der nächsten Sitzung anhören, was die Zitadell-Sicherheit zu den Anschuldigungen gegen Saren zu sagen hat. Aber nicht vorher. Captain Anderson, Sie haben ja Ihre halbe Crew mitgebracht. Nur das Landungsteam von Eden Prime, falls Sie Fragen stellen möchten. Ich habe die Missionsberichte. Ich darf doch davon ausgehen, dass sie korrekt sind. Natürlich. Ist es Ihnen gelungen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren? Sie waren nicht sehr glücklich. Saren ist Ihr Top-Agent. Sie hören es nicht gern, dass er des Verrates beschuldigt wird. Das ist natürlich... Ich würde jetzt sagen, eine Wendung, aber ich habe das erwartet. Ja. Saren ist eine Bedrohung für alle menschlichen Kolonien. Man muss ihn stoppen. Der Rat muss auf uns hören. Commander, Sie haben schon mehr als genug getan, um Ihre Kandidatur als Spectre zu gefährden. Die Mission auf Eden Prime war eine Chance zu beweisen, dass Sie Ihre Aufgaben erledigen können. Aber leider ist Nihilus jetzt tot und der Sender verloren. Ja. Das ist Sarens Schuld, nicht seine. Dumm gelaufen. Dann wollen wir hoffen, dass die Zitadell-Sicherheitsuntersuchung Beweise für unsere Anschuldigungen findet. Ansonsten könnte der Rat die Sache als Ausrede nutzen, Sie aus den Rängen der Spectres rauszuhalten. Kommen Sie, Captain. Ich möchte ein paar Dinge vor der Anhörung besprechen. Shepard, Sie und Ihre Crew können uns im Zitadellturm treffen. Auf der obersten Ebene. Ich werde dafür sorgen, dass man Sie durchlässt. Und genau darum hasse ich diese Politiker so. Ganz ehrlich, muss ich hier zustimmen, der Botschafter ist ja wohl mal absolut unterste. Also wirklich unterste Kanüle. Und ich befürchte auch, dass wir, wenn wir jetzt wieder unsere Waffen tragen, kann ich die auch irgendwie ganz wegstecken? Ja, ich mache immer wieder den gleichen Fehler. R für Reload und damit hat sich die Sache. Naja, schade. Steuerung. Womit können wir denn die Waffe wieder zurückstecken? Bewegungsgeschwindigkeit, Feuer, Zoom, Superstufe. Q. Gut zu wissen. So, denn ich glaube eher nicht, dass wir hier mit einer Waffe rumrennen dürfen. So, mal gucken, was wir hier unten so finden. Ich werde einfach mal ein bisschen in dem Gebäude hier... Willkommen im Präsidium. Ich bin Ihre Führerin. Ja, hallihallo. Willkommen im Präsidium. Mein Name ist Avina. Ich bin Ihre virtuelle Reiseleiterin auf der Tour durch diese Ebene der Zitadell-Raumstation. Ja, interessiert mich eigentlich beides nicht. Was ist eine virtuelle Reiseleiterin? Was bedeutet das? Ich bin eine vollständig interaktive virtuelle Intelligenz, die darauf programmiert ist, den Gästen in diesem Bereich der Zitadell-Raumstation eine spontane Einführungstour anzubieten. Ja. Sie können mich auch über die Präsidium VI-Terminals kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen. Klingt interessant. Machen wir das mal. Dann mal los. Sie stehen im Präsidium Tourismus Terminal 1. Auf der anderen Seite der Lobby sind die Botschaften der verschiedenen Zitadell-Spezies und das Hauptquartier des Zitadell-Sicherheitsdienstes. Am Ende dieser Ebene sehen Sie den Zitadell-Turm, in dem der Rat regelmäßig tagt, um Angelegenheiten von interstellarer Bedeutung zu besprechen. Gut, Dankeschön, das war alles, was ich wissen wollte. Auf
Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie sich für Arena entschieden haben. Denn ganz ehrlich, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf Citadel. Durch die Benutzung der Citadel Expressbahn. Na super. Denn ganz ehrlich, wenn wir hier jetzt jede Unterhaltung mitnehmen, die sich uns bietet, sind wir morgen noch nicht mit der Story weiter. Das wäre natürlich auch ein bisschen schade. Ab zum Präsidium. Zum Citadel-Turm. Na, man muss ja nicht laufen. Mann, ich bin virtuell genauso faul wie in echt. Muss man sich mal vorstellen. Executor. Saren verschweigt etwas. Lassen Sie mir Zeit. Halten Sie sie auf. Den Rat aufhalten? Das ist lächerlich. Ihre Ermittlung ist vorbei, Garus. Hallo, Garus. Commander Shepard? Garus Vakarian. Ich war der leitende Offizier der Zitadell-Sicherheit-Ermittlung gegen Saren. Ja, er hat's vergeigt, aber ich möchte ihm das ungern an den Kopf schmeißen. Ich stelle einfach fest. Klingt, als wollten Sie wirklich seinen Kopf. Ich traue ihm nicht. Irgendetwas an ihm ist faul, wie ihr Menschen zu sagen pflegt. Aber er ist ein Spekter. Es gibt keine konkreten Beweise. Ich glaube, der Rat wartet, Commander. Viel Glück, Shepard. Vielleicht hören sie Ihnen zu. Sie wollen den Rat nicht warten Nein, lassen. Will ich natürlich nicht. Ach ja. Guten Tag, die Dame. Kann man mit Ihnen... Ashley. Ach ne, Ashley ist unsere... Kann man nicht? Nein? Gut, dann viel Spaß beim Aufs Wasser starren. Oh, noch ein Spektre, glaube ich. Mann, die sind ja mal doch so ein bisschen gruselig. Bisschen nur. So, wer ist denn der Freund hier? Können wir auch nicht ansprechen. Schade. Das ist lächerlich. Die Volus werden dem Rat ewig nicht beitreten. Na. Da bin ich mir nicht so sicher. Die Menschen machen mächtig Druck. Ich wette, die Volus werden sich direkt an ihre Fersen heften, wenn sie es schaffen. Strategisch schlau, die Menschen beitreten zu lassen. Aber die Volus? Nein. Die Hanar sind die Nächsten. Danach die Elkor. Sie haben vielleicht recht. Aber erst müssen sich die Hanar ein bisschen locker machen. Das Gespräch so interessant ist. Die mögen sie ja nur nicht, weil sie nicht richtig verstehen. Genau. Richtig. Das sagt meine Mutter mir auch immer über meine Schwester. Nee. Was ich sagen wollte, das war gerade Lukas, wie man vielleicht an dem Skype-Geräusch gehört hat. Und das bedeutet für uns, dass ich jetzt gleich nach der Zwischenszene im Citadel-Rat diese Aufnahme direkt wieder beenden werde. Ich habe ja gesagt, es wird eine kurze Aufnahme sein. Aber damit wir in der Story noch ein bisschen weiterkommen, werde ich das auch als eine Folge hochladen. Wir wollen mal nicht so sein. So. Ja, hier fehlt dann doch so ein bisschen die Audiospur. Schade eigentlich. Die Guild-Attacke bereitet uns Sorge. Nichts lässt jedoch darauf schließen, dass Saren irgendwie darin verwickelt ist. Die Untersuchung von Citadel Security ergab keine Beweise, die ihre Anklage auf Verrat stützt. Beweise? Ein Augenzeuge hat gesehen, wie er Nihlus kaltblütig ermordet hat. Botschafter, wir haben die Eden Prime-Berichte gelesen. Die Aussage eines traumatisierten Dockarbeiters ist ja wohl kein Beweis. Was sind das für Viecher? Diese Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Nihlus war auch ein Spekter und ein Freund. Das hat es für Sie doch nur leichter gemacht, ihn zu überraschen. Captain Anderson, Sie scheinen immer da zu sein, wenn die Menschheit falsche Anklage gegen mich erhebt. Und das muss Ihr Protégé sein, Commander Shepard, der die Zerstörung des Senders zuließ. Entschuldigung mal, aber... Was? Die Mission nach Eden Prime war streng geheim. Nur wer dabei war, konnte von dem Sender wissen. Jetzt, wo Nihlus tot ist, wurden die Dateien an mich weitergegeben. Ich habe den Eden Prime-Bericht gelesen. Ich war nicht beeindruckt. Aber was soll man von einem Mensch auch erwarten? Ja, scheiße gelaufen, war. Beleidigung, typisch. Saren hasst Menschen, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Ihre Spezies muss ihren Platz kennen, Shepard.
Sie sind noch nicht so weit, dem Rat beizutreten. Sie sind noch nicht mal bereit, den Spectres beizutreten. Er hat kein Recht, sowas zu sagen. Das ist nicht seine Entscheidung. Es geht hier nicht um Shepherds Beitritt bei den Spectres. Diese Besprechung ist zwecklos. Ratsherr, die Menschen verschwenden ihre Zeit und meine. Ja, ich würde mal sagen, ich werde die Beweise finden. Sie können sich nicht ewig hinter dem Rat verstecken. Es gibt noch eine Sache, die wir nicht besprochen haben. Commander Shepherds Vision. Der Sender könnte sie ausgelöst haben. Lassen wir nun auch Träume als Beweis zu? Wie kann ich meine Unschuld beweisen mit dieser Art von Aussage? Finde ich auch. Unser Urteil muss sich auf Fakten und Beweise stützen, nicht auf wilde Vorstellungen und Spekulationen. Haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen, Commander Shepard? Ich möchte gerne, aber wozu? Sie haben sich schon entschieden. Ich verschwende nur meine Zeit. Genau. Der Rat hat keine Beweise gefunden, die eine Verbindung zwischen Saren und den Geth belegen. Botschafter, Ihre Petition, ihn von den Spectres auszuschließen, wird hiermit abgelehnt. Ich bin froh, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Dieses Treffen wird vertagt. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt andere Antworten gegeben hätte, ob ich dann vielleicht erreicht hätte, dass er von den Spectres ausgeschlossen wird, aber ich kann es mir bald nicht vorstellen. Es war falsch, Sie zu dieser Anhörung mitzunehmen, Captain. Sie und Saren verbindet zu viel. Nun zweifelt der Rat unsere Motive an. Ich kenne Saren. Er arbeitet aus einem Grund mit den Geth zusammen, um die Menschheit auszurotten. Unsere Kolonien sind gefährdet und jede Welt, die wir kontrollieren, sogar die Erde. Ja, ich würde mal sagen, der Rat, naja. Wir müssen uns selbst um Saren kümmern. Als Spectre ist er fast unantastbar. Wir müssen ihn irgendwie enttarnen. Was ist mit Garrus, dem Ermittler von Zitadellsicherheit? Wir haben gesehen, wie er sich mit dem Executor gestritten hat. Das stimmt. Er bat um mehr Zeit, um seinen Bericht zu beenden. Er schien kurz davor, etwas über Saren herauszufinden. Ja, ich würde sagen, er könnte uns helfen. Und ich glaube, ich möchte ihm trauen, denn wem können wir sonst trauen? Nicht wahr, liebe Leute, nicht wahr? Eine Ahnung, wo er sein könnte? Ich kenne jemanden in Citadel Sicherheit, der uns helfen kann, Garrus zu finden. Sein Name ist Harkin. Vergessen Sie's. Sie haben Harkin letzten Monat suspendiert, betrunken im Dienst. Ich verschwende mit diesem Loser nicht meine Zeit. Ja, dann geh spielen. Das müssen Sie nicht. Der Rat soll Ihre Vergangenheit mit Saren nicht als Ausrede dafür benutzen, alles zu ignorieren, was wir finden. Shepard kümmert sich drum. Hallo, sprichst du mal bitte nicht so mit meinem Cap... Naja, eigentlich ist mir das... Diese Grafikfehler immer, ich verstehe es nicht. Naja, der Captain verdient auf jeden Fall was Besseres. Sie können Captain Anderson nicht von den Ermittlungen ausschließen. Der Botschafter hat recht. Ich trete zur Seite. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Captain, kommen Sie nachher in mein Büro. Harkin betrinkt sich wahrscheinlich gerade in Koras Nest. Ein etwas fragwürdiger Club in der unteren Ebene der Zivilbezirke. Ja, dann ab hin da, wa? Sie sagten doch, dass er ein nutzloser Säufer sei. Es könnte trotzdem nicht schaden, mit ihm zu sprechen. Aber seien Sie vorsichtig. Man kann sich nicht auf ihn verlassen. So, jetzt möchte ich aber doch noch mal kurz, nur der Vollständigkeit halber... Sie kennen Saren schon länger. Was ist passiert? Naja. Vor etwa 20 Jahren. Ich war Teil einer Mission im Skyllianischen Randsektor. Ich arbeitete zu der Zeit mit Saren zusammen. Wir sollten einen Terroristenring aufspüren und vernichten. Saren hat das Ziel eliminiert. Aber es gab viele Opfer dabei, unschuldige Zivilisten. Davon stand später natürlich nichts in den offiziellen Berichten. Aber ich hatte gesehen, wie er operiert, ohne Gewissen, ohne Zögern. Er würde ohne zu zögern tausende Zivilisten sterben lassen, um einen Krieg zu beenden. Nein, das sag ich jetzt nicht. Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück, Shepard. Sie finden mich im Büro des Botschafters, falls Sie noch was brauchen. Ja, Geld, Waffen. So, das ganze wichtige Zeug, weißt du? Gut. Genau, zieht ihr mal schön eure Waffen.
Ich würde mal sagen, bei diesem herrlichen, was auch immer das für ein Ding vor dem Fenster ist, Ausblick, ja, beende ich die Folge und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Bis zur nächsten Folge von Let's Play Mass Effect. Tschüssi.